klarkommen, aber ich weiß so ziemlich andere Dinge und ziemlich wichtigere. Und die haben sich jetzt so zusammen, weil ich gemuckt habe, also ich mucke ja gerne mal, ne? Weil nur wer muckt und mir das Kreuz zeigt, ne? Nur der kann mit mir irgendwie unterschreiben, die ich habe keine Gedankengänge, ich kann mich nicht konzentrieren, dass ich in, hey, deine Mami, ne? Dass ich jetzt zu so einer, hey, bist du groß geworden? Wo ist denn das Baby? Ne, ist noch, steckt noch ein bisschen drin. Wir gehen jetzt auf den Spielplatz dann, ja? Hier. Okay. Guten Tag. Fängt jetzt an zu loben, oder was? Vielleicht schon eine Weile. Ist das nicht deine Frau? Ja. Mit allen drei Kindern. Ja, erstmal. Der Große ist nicht da heute. Man muss da auch gut auf sie aufpassen. Das mache ich, ja. Aber ihre Schwester passt heute auf. Das ist auch gut. Ich meine, sie ist auch hallo. Zart. Und zwei Freunde hier, die würden mir ein Fahrrad leihen. Habt ihr noch was da? Wo hast du denn die Freunde? Also ich habe gerade gelatscht. Okay. Naja, wir haben ja die drei Räder. Sind noch da, genau. Und wie läuft das? Wie viele Freunde hast du denn? Zwei. Das ist ja. Kleine Freunde. Ja. Du musst schauen. Die Räder, wie gesagt, was anderes haben wir nicht mehr. Also das schon passt. Und dann bis zum nächsten Mal. Okay. Ja? Wenn wir im Reichen treffen, du weißt, was wir dann tun. Dann ja, was machen wir uns? Was machen wir? Kaufen wir uns ein Bettelland. Ich tue das. Sage ich dir. Bei mir hat er keinen Schlaf. Ei. Ich muss aber aufpassen, dass ich jetzt nicht echt. Ja, na, mach. Weißt du, die wollen das Bedingungslose, die wissen, dass ich am Ackern. Ich habe aufgehört zu ackern, 4 Jahre jetzt bei Behinderten. Ich habe gesagt, euer Minilohn, was man sich da alles gefallen lassen muss. Ne? Und ich bin ja nicht behindert. Aber die Politik hat die 50-Jährigen abgehindert. Und ich bin mal runter. Und bisher habe ich immer gedacht, es ist gut. Also was ich tue, ist auch gut. Ja, ist ja bestimmt auch was Gutes, klar. Sache. Aber weißt du, die mögen das nicht. Die mögen, die fangen an. Im Moment ist es so, dass sie da durch die ganzen Erneuerungen, ne, werden wir wieder beleidigt und geklappert. Und da muss ich jetzt wieder zu einer Type hin. Und bei mir hat die letzte vor 4 Jahren, hat ein Protokoll, da wirst du eingeladen und da schreibt sie, wir dürfen über sie nichts weitergeben. Und das Protokoll ist dann an mich gekommen und da steht unten drin, ist leger gekleidet, wach und aufmerksam. Also das ist da habe ich ja noch Schwein gehabt, es gibt ganz schlimme auf dem Arbeitsamt. Ja, und der, aber man darf ihr nicht sagen, was los ist. Dann kann man nicht mehr arbeiten. Genau, weil, dann, weil du dann anfängst zu reden. Dieses habe ich bekommen. Du glaubst doch nicht, dass ich ein stiller Typ geworden bin. Und jetzt, anstatt nun die gleiche kommt nach 4 Jahren und man guckt, wie geht's Ihnen denn, meine Liebe? Das wäre doch anständig. Interessiert die nicht. Da kommt wahrscheinlich, ich habe einen so großen Schiss, weißt du. Jetzt habe ich zwei Gesellschaften sozusagen, die auf mich aufrollen. Und ich merke das. Weißt du? Es tut mir richtig weh, weißt du? Ehrlich gesagt. Ich bin schon auf dem Weg der Besserung. Weil der wollte eine Reha für mich und alles, was der reingeschrieben hat, 5 Punkte, die nicht zu mir passen. Dann habe ich mein Buch genommen. Seit langem habe ich nicht mehr nachgeguckt, aber ich wollte immer mal gucken, was mit mir los ist, weil ich so mich verletzt habe bei der harten Arbeit. Und da habe ich nachgeguckt, was bei mir los ist. Und ich weiß besser, was bei mir los ist, wie irgendjemand anders. Stimmt? Ja, natürlich, du bist ja du. Du genau. Bist ja am ehesten wissen. Ja, also da habe ich ganz schön geackert, die letzten Tage total richtig einen drauf gemacht. Und immer, ich habe gar nichts Ordentliches in der Hand, aber ich gehe dahin mit meinem Protokoll. Ich muss noch Menschen finden, die mich ein bisschen kennen und die
mir ein kleines Autogramm schreiben, dass ich nicht hier oben plem plem bin. Das sind aber alles, das wird alles nicht akzeptiert werden als Psychiater, weil wie gesagt nur Gutachten. Aber wir schauen mal, wir gucken mal. Ich muss mal ganz kurz die Leute bedienen, sei nicht sauer. Ich ja? bin überhaupt nicht mehr sauer, weil das schaffe ich schon. Wir gucken, wir schauen. Kriegen wir alle hin. Ja? Ist nur gut, dass ich mit dir gesprochen habe. Quatschen kannst du immer kommen. Schönen Tag, ja? Ciao, ciao. Ciao. Alle Tüte. Alles ciao. Gut. So. Eieiei. Bin nicht plemplem. Ui, das ist ja was. 31. So. Hallo. Du brauchst ein kleineres Rad? Huh? You need a smaller bike? Or? Yes, that's the problem. Ja, warte. There's a green one here that I think it would work. The BMX? No. No, the... BMX. Hercules. Ach so. Yeah. Oh, then, yeah. Just a minute. For a week, 40 euros. 40? 40. And yeah. For a day? 8. 8 per day, 40 a week. Cool. Cuesta 8 al día, 40 la. So, you want to try first? Yeah.
okay, das und das. Füllst du das aus? Den Kontrakt. Was kostet ihr? Wie lange ist das? Wollen wir jetzt eine Woche oder ein Tag? Also eine Woche wäre 50 Euro, ein Tag wäre 8 Euro. Und für beide zusammen 80, 70, 60? 40 pro Rack. Geht nicht runter? Okay. Das ist super günstig sowieso. Okay, maybe not what I wanted. And this here. Thank you.